Hallo liebe Jungfrauen, ich begrüße euch ganz herzlich zu eurem Tarot-Reading für den Monat Juli, die energetischen Tendenzen für den Monat Juli. Herzlich willkommen zurück alle Abonnenten, vielen, vielen lieben Dank für eure Abos, freut mich sehr, auch eure Likes und natürlich auch eure Kommentare. Herzlich willkommen alle, die neu sind im Kanal. Ja, herzlich willkommen und eine kleine Vorab-Info. Es sind nicht immer alle Energien angezeigt für alle, die zuschauen. Ja? Manchmal sind Teilaspekte für euch zutreffend, manchmal ist auch gar keine Schwingung mit dabei. Da müsst ihr wirklich ein bisschen in euch selber reinhören und schauen, ob die Situation, die hier angezeigt ist, irgendwie auf euer Leben passt, auf einen bestimmten Bereich. Manchmal sind verschiedene Bereiche angezeigt, ja, Liebesgeschichten, andere private Geschichten, die persönliche Entwicklung und auch manchmal berufliche Dinge. Ja, und wie gesagt, ich mache jetzt hier die Grundauslegung und gehe dann gleich auch nochmal mit Erklärungskarten drüber und dann schauen wir mal, was die geistige Welt für Botschaften hat für den Juli für euch. Eine Karte. Ja. Okay, ja, ich gehe mal ganz kurz durch. Wir haben die 8 der Schwerter, den Magier, 2 der Stäbe, die Hohepriesterin, das Ass der Schwerter, die Herrscherin, den Turm, 5 der Schwerter, 4 der Münzen und die Kraft. Einiges an großen Arcana-Karten hier, die ja als Trumpfkarten immer eine etwas stärkere Energie anzeigen als die Karten der kleinen Arcana. Und ja, wir beginnen hier mit der 8 der Schwerter, ne? Die Zweifelkarte. Die Karte, die anzeigt, dass man sich in einer Situation wiederfindet, die einen gedanklich sehr belastet. Ja, wo man immer wieder in diese Gedankenkreisläufe hineinkommt, oft in eine negative Gedankenspirale sich hineinsteigert, aber die eben auch anzeigt, dass man durchaus hier sich draus befreien kann. Ja? Ich lege hier mal Klärungskarten drauf. Was ist die 8 der Schwerter, bitte? Ja, für einige kann es sich hier um Probleme im häuslichen Bereich handeln, ja? In der Familie, in der Beziehung auch durchaus, ja? Auch im Freundeskreis kann es hier Probleme geben und das macht euch auf jeden Fall Sorgen, das hält euch nachts wach hier, ja? Hier ist eine Situation, über die ihr nicht glücklich seid und im Moment auch ziemlich ratlos. Wir haben hier als nächste Karte den Magier, Zwillingskarte, also einige von euch können hier durchaus mit einem Zwilling zu tun haben. Ansonsten weist der Magier auch durchaus manchmal darauf hin, dass man durchaus die Kraft hat, sich hier durchzukämpfen, durch solche negativen Energien. Ja? Aber wir gucken auch da jetzt mal hinter die Kulissen. Was ist der Magier? Ja. Also hier ist zweimal eure Energie angezeigt, ja, sowohl in der Königin der Münzen als auch im Eremit. Beides, vor allem der Eremit-Jungfrau-Karten. Hier geht es darum, eure innersten Wünsche, euch darüber klar zu werden. Ja, ich sehe ja auch die 2 der Stäbe, ist ja, kommt als nächstes Entscheidungskarte. Also es kann hier durchaus darum gehen, euch über grundsätzliche Dinge in eurem Leben, in Bezug auf Familie oder andere Bereiche, in denen ihr eben im Moment hier in dieser etwas problematischen Phase steckt, euch ganz klar darüber zu werden, wie eure eigene Einstellung dazu ist. Ja, und
damit, mit dieser Kraft könnt ihr diese Probleme dann auch überwinden. Es geht hier um eure eigene innere Stärke durchaus auch, ja. Ja, dann haben wir hier die zwei der Stäbe. Wie gesagt, das kann durchaus eine Entscheidungskarte sein. Auch hier schauen wir mal dahinter. Das ist die zwei der Stäbe, bitte. Ja, hier kann durchaus ein Abschied auch anstehen, ja. Wenn ihr im Moment in irgendeiner Situation, in irgendeinem Bereich eures Lebens euch im Mangel befindet, egal ob das finanziell, materiell ist, ja, oder emotional oder in irgendeiner anderen Art und Weise ihr euch hier im Mangel befindet, was euch wirklich Sorgen bereitet, dann steht jetzt eine Entscheidung an, die euch eine neue Chance eröffnet, ja, die euch eine Chance eröffnet, aus diesem Mangel hier rauszukommen. Und hier haben wir die nächste Karte, wie gesagt, große Arkana, die Hohe Priesterin. Hier geht es durchaus oft um Geheimnisse. Es geht aber auch um die Balance verschiedener Energien. Ja? Es geht manchmal auch darum, Dinge, die im Unterbewusstsein liegen, sich anzuschauen. Ja? Das ist auch hier nochmal so ein bisschen angezeigt mit dem Eremit. Ja? Hier ist durchaus für einige eine Innenschau auch angezeigt. Das ist die Hohepriesterin. Kann übrigens auch eure Energie sein, die Hohepriesterin. Ist auch eine Venuskarte, ja. Ja, hier geht es kann es für einige durchaus um alte Träume gehen, ja, die man sich vielleicht nicht zuvor getraut hat umzusetzen, weil der Glaube an einen selber gefehlt hat. Für andere kann es hier um Personen gehen, die zurückkommen in euer Leben, ja, wo eine Trennung war und wo jetzt durchaus die Möglichkeit besteht, dass die hier zurückkommen in euer Leben. Ich lege aber trotzdem mal noch eine Karte hier drauf. Was ist die Hohepriesterin, bitte? Ja, die sieben der Schwerter haben wir hier auch nochmal. Also hier ist was im Verborgenen, was unbedingt an die Oberfläche kommen will hier. Ja? Das können Geheimnisse sein, die ihr vor Leuten habt, mit denen ihr eigentlich viel zu tun habt, ne? Eine enge Bindung habt, wie gesagt, Familie, Freundeskreis, auch romantische Beziehungen. Und ja, das ist was ihr auf jeden Fall unterdrückt habt. Und deswegen seid ihr hier auch so in dieser Zweifelposition, in dieser schlaflosen Position. Und das ist was euch diese Zehn der Kelche-Zustand, ja, dieses Glück noch verwehrt. Ja. Wenn das hier an die Oberfläche kommt, dann habt ihr eine Chance auch auf Heilung. Ja, das ist ja auch nochmal mit der Königin der Münzen angezeigt. Aber im Moment unterdrückt ihr das hier noch. Ja, und dann haben wir hier das Ass der Schwerter. Klarheit, das ist ganz sicher ein Aufruf auch zur Klarheit hier. Auf jeden Fall eine Chance, einiges zu klären. Ja. Hier haben wir die zwei der Münzen. Auch hier eine Rückkehrkarte, wie die sechs der Kelche. Hier kann durchaus was zurückkommen. Ja, eine Sache, die nicht aufgearbeitet worden ist in der Vergangenheit, die ihr unterdrückt habt und die jetzt wiederkommt in euer Leben. Und jetzt verlangt das Leben, das Universum, die geistige Welt hier eine Klärung für euch, damit ihr euch weiterentwickeln könnt. Ja? Das ist das erste. Ja, lasst das zu, trefft auch eine Entscheidung hier für die Wahrheit, ja, für eure eigene Wahrheit auch. Und dann ergibt sich eine Chance für euch mit dem Bube der Münzen, hier eine neue Tür aufzumachen und durch diese Tür durchzugehen und hier endlich das ist was ganz Altes hier, ja, das aber schon lange in euch brodelt
Und wenn ihr euch dem stellt hier im Juli, dann, ja, dann könnt ihr auch einen neuen Abschnitt für euch anfangen im Leben. Und dann haben wir hier die Herrscherin auf eine Venus-Karte, Stierkarte. Ja, dann kommt ihr auch hier in eine neue Fülle durchaus. Ja? Die Herrscherin ist durch genau so einen Zustand auch schon gegangen. Durch diesen dunklen Wald der Ängste, der Selbstzweifel, ja, der schwierigen Situationen. Und weil sie da durchgegangen ist und Stärke entwickelt hat auf diesem Weg, in dem Prozess, sitzt sie jetzt eben da auf diesem Thron der Fülle. Ja? Fünf der Schwerter. Konflikt ist ja angezeigt. Ja? Durchaus innerer Konflikt mit euch selber auch. Ja, wir haben ja verschiedene Karten. Vier der Schwerter. Ja, das ist wieder Eremit. Rückzug. Erstmal ins eigene Herz gehen. Ja, rauskommen auch aus der Negativität, aus den negativen Gedanken. Die Gedanken mit den, wenn ihr es schafft, eure Gedanken umzudrehen und von Negativität wegzukommen, egal was hier passiert ist, das ist für jeden ist das eine andere Situation hier natürlich, ja. Und aber in der Negativität nicht verhaftet bleibt hier in der 9 und der 8 der Schwerter, sondern auch euch verzeiht, ja, oder anderen verzeiht, ja, was immer zugrunde liegt für euch persönlich. Versucht hier zur Ruhe zu kommen und eine innere Stabilität zu finden, Klarheit zu finden. Hier übrigens auch nochmal durchaus Zwillinge. Ja. Es geht hier aber einfach um Klarheit und Wahrheit. Ne? Ast der Schwerter, König der Schwerter. Sicht, Perspektivwechsel ist hier einfach angesagt. Entweder auf euch selber, ja, oder auf eine andere Person oder Situation. Hier ist ein Perspektivwechsel angezeigt, der Mut erfordert, aber dieser Mut wird sich auszahlen. Ja, die Sonne haben wir hier, das Glück, Löwe-Karte. Der Turm ist Veränderung. Der Turm zeigt oft an, dass man weggelaufen ist, auch viel vor Veränderungen, die angestanden sind. Man ist ins höchste Gebirge, auf den höchsten Gipfel, in die höchste Turmspitze. Da hat man sich versteckt. Aber die energetischen, kosmischen Kräfte, die finden uns da. Ja? Und die schmeißen uns da oben raus mit Potz und Blitz. Und dann kommt eben eine Veränderung. Ja? Nicht immer negativ. Ja? Das ist nicht immer eine negative Karte. Aber sie ist trotzdem eine Karte des Umbruchs, der Turm. Das ist der Turm, bitte. Ja, entscheidet euch dafür, ja, also wenn ihr hier in den Sonnenzustand kommen wollt, trefft eine Entscheidung. Hier ist die Karte des Willens angezeigt, ja, Krebskarte, und aber auch, die wird auch der Sieg genannt, ja, Erfolg ist hier durchaus angezeigt. Wenn ihr Mut habt in diesem Monat, also das scheint, das ist jetzt das dritte Reading, das ich mache. Ich habe vor euch Krebs und Löwe gemacht und die Themen sind sehr, sehr ähnlich, muss ich gestehen, ja. Diesen Monat geht es wirklich um Mut. So, hier unten haben wir nochmal die 5 der Schwerter, diese Konfliktkarte. Was ist die 5? Schwerter, ja. Aus der Münzen. Also sich seinen eigenen Ängsten zu stellen, ja, inneren Konflikt auch durchaus, ja. Das, der zeigt nicht immer nur einen Konflikt mit anderen Menschen an, diese Karte, sondern zeigt, kann durchaus auch einen Konflikt anzeigen, den man eben mit sich selber austrägt, ja. Und wenn man den austrägt,
auf die richtige Art und Weise, ich finde gerade kein anderes Wort, aber nicht davon wegläuft, ja, sondern sich ja wirklich einigem stellt, liegt ja einfach eine Riesenchance für euch. Ja, es liegt ja eine Riesenchance für eine große Veränderung, die sich langfristig wirklich günstig für euch auszahlt. In allen möglichen Bereichen. Ja. Hier sind verschiedene Bereiche durchaus angezeigt. Ja. Ja. Vier der Münzen haben wir dann hier noch. Das ist die vier der Münzen, bitte. Ja. Stabilität. Ja. Stabilität. Ja, vor allem in Beziehungen Stabilität, aber wie gesagt, also hier kann es durchaus für einige auch um berufliche Dinge gehen, familiäre Dinge. Und hier kommt Stabilität für euch, ja. Mit Mut, Löwekarte, die Kraft, Mut. Diese Frau bändigt die Ängste, unsere niederen Instinkte, ja, unsere Zweifel, ja, unser Ego durchaus auch, ja. Was ist die Kraft, bitte? Oh. Ja, das dritte Mal, dass ich heute Gänsehaut kriege. Also hier haben wir die Liebenden, das Ass der Stäbe und die Acht der Stäbe als Klärungskarten der Kraft, ja. Also hier ist persönliche Stärke angezeigt. Hier ist eine tiefe Liebesverbindung angezeigt für einige. Hier ist aber auch Selbstverzeihen angezeigt. Ja? Hier sind neue Chancen angezeigt, die sich für euch eröffnen in verschiedensten Bereichen eures Lebens, die ihr ergreifen müsst. Ihr müsst euch offen dafür machen. Ja? Also diesen Monat, ich kann es nicht anders sagen, der Juli ist wirklich ein Monat des Mutes, sich mit sich selber vor allem auseinanderzusetzen. Und dann bietet der wahnsinnige Entwicklungschancen, ja, also auch durchaus hier für euch Jungfrauen sehe ich das angezeigt, wer hier über seinen eigenen Schatten springen kann, sich seinen eigenen Ängsten stellen kann, in die eigene Kraft findet, ja. Das ist nicht so ganz einfach durchaus, das sehe ich schon auch, aber es lohnt sich ja wirklich für euch, ja, das lohnt sich. Hier kommt Frieden in Bereiche, in denen vorher Konflikt war, ja, es kommt Fülle in den Bereich, wo vorher Mangel war, ja, und es kommt Liebe in die Bereiche, wo vorher Angst und Missgunst waren, ja, also das ist das, was ich sehe für euch. Ihr Lieben, ja, und damit möchte ich das jetzt auch hier beenden. Also, ja, ich wünsche euch einen ganz, ganz fantastischen Monat. Genießt es, geht da durch, habt den Mut. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr hier wart. Ich sage Namaste, bis dahin, tschüss.